Hallo, heute mache ich ein Video zu dem Thema Stoßfrequenz. Die Stoßfrequenz gibt an, mit welcher Frequenz ein Teilchen zum Beispiel gegen ein Wandatom trifft, also wie häufig diese Gasteilchen zusammenstoßen. Die Stoßfrequenz ist abhängig von dem Druck, der Temperatur, der mittleren Geschwindigkeit. Es wird zwischen drei verschiedenen Arten von Stoßfrequenzen unterschieden. Wenn ein anderes Teilchen gegen ein anderes Teilchen stößt, dann wenn die Teilchen gegen eine Wand treffen und wenn die Teilchen gegen ein Wandatom treffen. Hier seht ihr die Formel, wenn ein Teilchen gegen ein anderes Teilchen stößt. Z steht für die Stoßfrequenz. Die Stoßfrequenz setzt sich aus dem Stoßquerschnitt, Sigma, der mittleren Geschwindigkeit, V, und der Teilchendichteanzahl n durch v zusammen. Der Stoßquerschnitt wird in diesem Fall mit Sigma angegeben. Man nimmt den Teilchendurchmesser zum Quadrat und multipliziert diesen mit Pi. Die mittlere Geschwindigkeit wird in v angegeben. Die Einheit wird in Meter pro Sekunde angegeben. R ist die Gaskonstante, also 8,314472 Joule durch Mol mal Kelvin. Die Temperatur wird in Kelvin angegeben. Das große M gibt die Molmasse an und wird in Kilogramm durch Mol angegeben. Die Teilchendichteanzahl setzt sich aus der Avogadro-Konstante, also 6,022 mal 10 hoch 23 Mol, dividiert durch das Volumen des Behälters zusammen, in dem die Gasteilchen aufeinandertreffen. Die Teilchendichteanzahl kann auch durch den Druck, der in Pascal angegeben wird, durch die Gaskonstante multipliziert mit der Temperatur in Kelvin berechnet werden. Als nächstes zeige ich euch die Stoßfrequenz eines Teilchens gegen eine Wand. In dieser Formel wird ohne den Stoßquerschnitt gerechnet. Bei der Berechnung für die Stoßfrequenz gegen ein Wandatom wird mit dem Flächeninhalt eines Wandatoms gerechnet. Um den Flächeninhalt A zu berechnen, wird Pi mit dem Radius des Wandatoms zum Quadrat multipliziert. Hier zeige ich euch noch einen Versuch zur Stoßfrequenz. Diese Animation soll eine Lichtmühle darstellen, auch Radiometer genannt. Die Flügel der Lichtmühle bestehen aus einer weißen und einer schwarzen Seite. Die schwarze Seite der Lichtmühle hat eine höhere Temperatur, da schwarz weniger Licht reflektiert als die weiße Seite. Aus diesem Grund wird dort mehr Impuls übertragen und die Flügel drehen sich.